Neuschloss, Augustusburg gibt es viele Museen, zum Beispiel Motorradmuseen oder Vogel- und Tierkundemuseum. Und wir möchten heute euch die Motorrad-Sonderausstellung zeigen. Viel Spaß! Wir zeigen euch jetzt die Ausstellung. Hier sind wir jetzt in der Ausstellung. Das waren die fünf Künstler und das ist die Strecke, die sie gefahren sind. Es gab ganz schlimme Straßen, auch Straßen, die man gar nicht befahren konnte, so wie die mit Schlaglöchern. Menschen geholfen haben. Das macht sie keine Tage. Das ist ein kleines Beispiel, wie sie übernachtet haben. Das war das Motorrad, einer von den fünf Künstlern. Mit Gepäck sind es 650 Kilo und ich probiere einfach mal dran zu ziehen. Und das müssen sie machen, wenn sie holprige Wege haben oder fast gar keine Wege. Hier waren sie mit dem Motorrad unterwegs und hier war ein großer Fluss und da mussten sie ein selbstgebautes Boot benutzen und sind damit dann gefahren. Das ist das Boot, was die fünf Künstler gebaut haben. Was sie alles dabei hatten, war eine Weste, das selbstgebaute Boot natürlich, die Motorräder, also das eine Motorrad, die sind glaube ich mehrmals gefahren, die Gummistiefel, alles was sie halt früher gebraucht hatten. Das ist die Hütte von Alexei, den sie getroffen haben. Wenn ich das mit meinem Zimmer vergleichen würde. Nach 43.000 Kilometern, fast 22.000 Stunden unterwegs, 300 Kilogramm Schokolade, 972 Pfannen, endlich in New York.